got the quest. Okay, I'm ready. Ready? I'm so ready. Boom! Q&A. Nummer? Thomas, weißt du? Nummer 6. Ich sage mal Nummer 6. Gut, wir fangen an mit unserem beliebten Viktor Sohm von Kaltweißen Brillenkirchen. Und zwar, brauche ich Drogen, um kreativ zu sein? Beeinflussen Drogen die Qualität des Outputs stark? Peter, du aus einem sehr drogigen Land hast doch sicher eine fundierte Meinung dazu. Woher kommst du nochmal? Die Niederlande. Du alter Weedhead. Ich weiß nicht, da gibt's so unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich nicht. Du glaubst, dass er nicht beeinflusst wird? Ich persönlich brauche keine für meine Kreativität. Ah, okay. Aber was ist deine objektive Meinung dazu? Es gibt genügend tatsächlich wissenschaftlich belegte Studien, die sagen, dass LSD Microdosing oder halt einfach full-on LSD schon sehr trippy Kunst, also zu sehr trippy Kunst führen kann. Mhm. Funktioniert auch bei Spinnen lustigerweise, die bauen dann ganz weirde Netze. Okay. Je nachdem, welche Drogen sie konsumieren oder verabreicht bekommen, weil ich glaub, ich selber konsumieren. So, I'm gonna hit that weed. Nein, also es macht natürlich einiges mit deiner Wahrnehmung und wie du Sachen interpretierst, und deswegen wird es auch einen Einfluss auf deine Kunst haben, definitiv. Ja. Bei manchen Leuten wird es hilfreich sein, die vielleicht sowas brauchen, um loszulassen. Es ist kein Garant für Quality-Stuff. Wenn ich mir jetzt was reinhauen würde, würde ich nicht unbedingt ärgere oder bessere Sachen machen. Ich glaube, bei mir ist es sogar eher im Gegenteil. Aber das ist was sehr Persönliches. I don't know, ich brauche es nicht, andere Leute brauchen es vielleicht. Mhm. Brauchen sie es oder glauben sie, dass sie es brauchen? Nein, es gibt sicher beides. Um vielleicht Blockaden zu lösen. Gibt sicher beides. So. Gibt Leute, die meinen, ich brauche das jetzt, weil sonst kann ich das. Vielleicht ist es auch eine Art Coping-Mechanism. Mhm. Was hältst du vom obligatorischen Probebier? Wenn man im Proberaum kommt mit seiner Rockband. Naja, aber ist das nicht vielmehr eher ein Gesellschaftstrinken? Das ist ja nicht so, so ein, ohne den Bier kann ich vor meinen Bros nicht Gitarre spielen. I don't know. Ich glaube eher, dass das obligatorische Probebier wir proben, da gehört ein Bier dazu. Da gehört das. Das kann man so generell in Österreich sagen, wir machen X, da gehört ein Bier dazu. Ja, slightly. Naja, ja, ich glaube schon, dass es gewisse Barrieren dich vielleicht durchschreiten lässt, je nachdem, was du zu dir nimmst, und dass du dann das anzapfen kannst, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, und dann sich, je nachdem, dein Output verändert. Ob er dann, wenn du wieder nüchtern bist, dir noch immer die Socken auszieht, ja, oder vielleicht du eine neue Perspektive auf deine Kunst hast, ja, das kommt halt dann erst im Nachhinein. Das ist halt dann Schrödingers Katze. Ja. Ja. Aber so prinzipiell, also ich bin ziemlich abgeneigt davon, also ich mag das überhaupt nicht. Ich bin gerne komplett nüchtern, wenn ich arbeite und wenn ich Musik mache und wenn Sachen schreibe. Zum Beispiel, wenn ich auf einem Konzert bin und ich filme oder fotografiere, trinke ich nicht. Ja, auch dann nicht unbedingt, wenn ich mir Sachen anhöre oder anschaue oder so, bleibe ich auch nüchtern, weil da bin ich irgendwie so, da möchte ich Herr meiner Sinne sein und Details fassen können und so. Natürlich gab es Konzerte, wo ich zu viel getrunken gehabt habe, und es war dann auf einmal, wo ich mir dachte, okay, ist ein bisschen lame, bis nach 20 Minuten war es dann auf einmal irgendwie Groove. Ja, natürlich, dass das Alkohol macht. Ja. Aber normalerweise, in den meisten Fällen bin ich gerne nüchtern.
haben wir das beantwortet irgendwie? Ja, ich denke schon. Für manche Leute ja, für manche nein. Ja. Wir sind beide eher im Nein-Ding. Ich werde mal nicht generell davon abraten oder so, wenn man das in kontrollierten Dosen und so macht, dann just fucking do it. Ne? Und schau, was rauskommt. Und werd wieder nüchtern und dann schaust dir objektiv an, ob das in dem Moment, wie du high warst, labert ist oder auch wenn du und so weiter und so fort. Der Herr Martin Tischler fragt, Setup für Home Recording, eure Empfehlung für Leute, die sich nicht auskennen und komponieren wollen. Für zu Hause, finde ich, braucht man gar nicht so die Powermaschine, sondern einen Orgenzerstörerrechner oder irgendwelche Orgenboxen. Ich meine, natürlich ist es immer zum Sagen, hey, besser geht immer und there is no limit und alles. Ja. Mhm. Aber wenn man beginnen mag, muss man nicht mit dem Pro-Gear auffahren. Ja. Nein. Auch an Recording-Software macht's, glaube ich, die aus dem Internet geborgte Version auch. Ja. Muss nicht einmal sein, es gibt Reaper. Ja, voll. Reaper ist ein absolut vollwertige DAW, die mit allem mithalten kann. Auch. Es sei denn, man hat schon wirklich spezifische Hardware-Integrationen oder jahrelange Erfahrung oder eine Ausbildung, ja, dann macht es Sinn, um mit Logic oder Pro Tools oder aber, Cubase aber, zu arbeiten. Ich denke, wir gehen jetzt vom Average Joe aus. Na sicher, und für einen Average Joe ist Reaper super. Sogar wenn du es dir kaufst, und es ist sogar sowas wie WinRAR, wo du einfach den Trial-Knopf in die Unendlichkeit drücken kannst. Genau. Also das ist schon einmal sehr leiwand. Ja. Und sogar wenn du dir die Vollversion kaufen willst, ist es, glaube ich, mit $60 extrem leistbar. Das ist der Deppel. Das ist echt günstig. Voll. Und wie du sagst, ein gewisses Grundding an Computer wirst du brauchen. Voll. Aber ein Interface. Ein Interface. Ich habe selber ein Interface um 85 Euro gekauft. Hört sich für mich super an, funktioniert einwandfrei. Mehr wie ein Instrument kannst du meistens eh nicht gleichzeitig aufnehmen. Ja. Es hat ein Input, sold. Da gibt es eh die klassischen Sachen von Scarlett, also die Focusrite. Mhm. Ich habe eins von Native Instruments, ein kostengünstiges. Cool. Und vor allem eben, es gibt schon so arge Plugins. Du brauchst kein einziges Pedal, keinen echten Amp. Nein, wo du einfach mit einem halbwegs coolen, für dich angenehmen MIDI-Controller und einer okay Gitarre oder Bass, muss auch nicht mal das Ärgste sein, wenn du das durch tolle Plugins laufen lässt, ist es für Home-Recording Lightyears voraus, was vor 10 Jahren möglich war und absurd im Vergleich zu was vor 20, 30 Jahren überhaupt in ein Studio möglich. Das Home Recording geht super und gibt tolle Plugins für nicht einmal allzu arge. Dann mein Gast. Ja, voll. ja, nein, also wenn man mit Home Recording anfangen möchte, es gibt genug YouTube-Channels, die da sehr viel Info auch, haben. Auch da draußen, ja. Ich selber würde Reaper raten als Einstieg, weil weil es gerade für Leute ist, die nicht unbedingt direkt so viel Geld ausgeben wollen, sehr zugänglich ist. Auch da gibt es genügend Tutorials draußen. Was würdest du raten für eine Abhöre? Ich habe Bookshelf Speaker 2.0 von Edifier. Relativ flat, aber werden jetzt nicht als Monitore verkauft, aber es gibt um 100 Euro schon definitiv Speaker, wo man sagen kann, damit traue ich für Home Production, für Demos oder so irgendwas. Ja. Vielleicht sogar eine EP, wenn man möchte, ohne weiteres die zu verwenden als Referenz. Ja. Das Wichtigste, was ich jetzt generell mache, egal ob es jetzt Ton für diesen Podcast ist oder ein Video oder ein Foto. Ich schaue alles auf alle Geräte an, die ich besitze und vor allem auf die Sachen, die Endnutzer verwenden. Ja. Ich höre mir den Podcast
zum Schluss als erstes über die beim iPhone dazukommenden Kopfhörer an, weil die meisten Leute werden sich darüber anhören. Das ist richtig. Das ist schön und gut, wenn ich... Die wenigsten haben genau deine Studio-Monitore zu Hause. Oder deinen Raum. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Genau, und da kann ich noch so tolle Kopfhörer oder Monitore haben, wenn die Leute so oder so 35 Euro Kopfhörer hören. Scheiße, make sure it sounds good on those. Ja. Oder eben für ein Video, schau, dass es auch okay aussieht auf einem Handy-Display. Stimmt. Voll. Als nächstes kommt die Todesfrage von Robbie von Faced with Ruins. Das ist ein bisschen länger. Er hat uns wirklich eine komplette Message geschrieben. Das finde ich sehr nett. Danke, Robbie. Und zwar, hi Big Boys, ich hätte da eine Frage, beziehungsweise mehrere zwecks Q&A. Ich habe nur die eine genommen, weil das so lang ist. Wenn man jahrelang eine Band supportet und die voll mag wegen der Musik, sich dann rausstellt, dass ein Bandmitglied Mist gebaut hat, weil er in der rechten Szene unterwegs war, einen Hitlergruß auf der Bühne gemacht hat und White Power schreit, das ist oddly specific, sich an Minderjährige vergreift, auch oder im Gefängnis war, weil er seine Frau ermorden lassen wollte. Ist es dann auch in Ordnung, die Musik zu hören, zu supporten, beziehungsweise auf deren Shows zu gehen? Wo sind die Unterschiede, wo sind die Grenzen, wie stehen wir zu dem Thema? Das ist an sich ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt komplett gut runterbrechen können in ein Q&A. Vielleicht müssen wir das irgendwann nochmal zurückfließen lassen. Ja, schon, aber... Es gibt wir machen hier die Cliffhanger. Ja, bei diesen drei Beispielen, ich denke, dass wir es vielleicht da kurz machen können, weil für mich ist es nicht was Einheitliches. Die ersten zwei Beispiele mit Missbrauch und die rechten Sachen, da bin ich persönlich, vielleicht ist es auch weird, aber da bin ich persönlich schneller davon abgeneigt, nichts mehr mit der Musik zu tun haben zu wollen, weil für mich sind das ideologische Sachen. Auch weil ich bin generell sehr skeptisch, wenn Leute dann sagen, na, ich bin jetzt nicht mehr rechts. Ja. gibt es natürlich auch die Reformed People, und das ist super, dass es die gibt und Leute, die dann tatsächlich mal nachdenken, genau. Das nicht so leimend war. Vielleicht, ja. Aber gerade Leute, die so in der Öffentlichkeit sind, könnten das schneller einmal behaupten, so auf, meine Fans. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch und wäre ich da eher geneigt, dann zu sagen, okay, finde das nicht okay, was diese Band oder eine Person in dieser Band zu tun hat oder gemacht hat, für mich abgeschlossen. Ja. Das andere mit der Verschwörung, seine Frau umbringen zu lassen. Ich schätze mal, wir wissen alle, welche Band das war und welche Person das war. Sowas ist für mich weniger verbunden mit einer Ideologie. Und sowas kann vielmehr aus dem Affekt heraus passieren. Okay. Deswegen ist es für mich leichter, wenn ich es mir rechtfertige, diese Musik schon noch zu hören. Ja. I don't know, ich weiß nicht, ob das für andere Leute Sinn ergibt, aber... Ich red furchtbar gern über dieses Thema. Ja. Ich sage aber auch, es muss jeder für sich selber wissen, ob er das jetzt mag oder ob er darüber hinwegschaut und so. Ja. Weil die Person muss ja mit dem Leben, in Wahrheit. Ja. Ich bin da relativ, ich kann nicht mal sagen strikt, weil ein Teil von mir schaltet sich dann ein, wenn ich diese Musik höre. Ja? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Musik von SLA Dying höre, kommt so ein Unterton, das macht mein Unbewusstsein, creept von hinten rein, und sagt so, aber das ist Musik von diesem Vollidioten, der seine Frau umbringen wollte, weil er so auf Roids war und er ist noch immer ein Idiot. Außerdem ist diese Band jetzt wieder da und fahrt voll auf und alles ist auf einmal vergessen und vergeben und bla 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 und alles sind Hippies. Ja. Und das kommt die ganze Zeit und dann kann ich mich nicht mehr auf die Musik konzentrieren, weil einfach mein Hirn so wired ist. Und also ich bin halt so geschraubt, dann sage ich, okay, dann habe ich keinen Bock drauf und dann lasse ich es gleich. Ja. Und dann sage ich, okay, gut, muss ich ja nicht mehr supporten. Gibt genug andere Bands, die ähnlich gute Musik machen, ja, oder vielleicht sogar besser. Aus meinem jetzigen Standpunkt besser im Sinne von interessanter für mich. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass sie scheiß Musiker sind.
Und dann gehe ich halt da. Und so ist es halt auch mit Bands, wo ich dann drauf komme, keine Ahnung, irgendeiner von denen ist ein Rassist oder kommt aus der rechten Szene oder so. Ich mache es mir leider dann selber madig, ja, bin ich drauf gekommen. Mhm. Aber ich rede dann trotzdem gern drüber. Und möchte wissen, wie es anderen Leuten damit geht. Ja, ob die einfach so drüber hinwegschauen können und sagen, ja, ich weiß, ist mir wurscht. Ja, das ist auch gut, ja, weil die haben dann noch die Möglichkeit, dass sie die Musik halt enjoyen. Ja. Ja, ja. Auf der anderen Seite sagen dann wieder Leute, na, ich möchte nicht den Lebensstil von einem Rechtsradikalen supporten. Weil in Wahrheit, wenn du von so jemandem die Band supportest du über Ecken ja auch dann, dass sich der sein Essen kaufen kann. Klar. Ja? Und denkst du, weil das ist brutal, sagst, ja, ich mag nicht, dass der mein Geld bekommt. Mhm. Ja, aber aus welchen Gründen auch immer. Ja. Deswegen lasse ich es voll und ganz. Ja? Weil dadurch, dass ich seine Band supporte ich ihn und supporte ich die rechte Szene. Also bin ich eigentlich Teil von dem Problem dahinter. Ja? Und ja, wie gesagt, kann man auch drüber hinwegschauen, weil man denkt sich ja dann, okay, gut, das ist so weit weg und er ist so ein kleines Element in dem, ist dann auch schon egal. Ja? Was mir jetzt noch einkommt, ist, wo ich definitiv drüber hinwegschaue, ist bei Schauspielern zum Beispiel, was ja more or less the same ist. Weil du hast ihre Kunst, was sie machen und was sie als Privatperson halt machen oder vertreten. Ich meine, TC, ich liebe TC als Schauspieler. Wer nicht, der ist das. Er ist halt ein absoluter Creep und Scientology ist nicht okay. Ja, vor allem, das stimmt eigentlich, ja. Aber Top Gun, Jerry Maguire, keine Ahnung, so viele Filme, wo ich sage, Mission Impossible natürlich. Und er ist also immer, bis auf den Zweier, der war ein bisschen... Er ist immer ultra intens. Ja, das stimmt. Das ist spannend. Bei Musik habe ich es urstark, bei Schauspielern weniger. Aus irgendeinem Grund. Ja, ja. Komisch, oder? Und vielleicht, ja, bei Schauspielern ist es wurscht, die sind ja alle loaded und so viel Kohle. Die denken einer weniger. Also. Aber vielleicht hat man viel mehr kognitive Dissonanz, wenn man den Schauspieler nie als die Person wahrnimmt. Sondern man nimmt ihn immer als Ethan Hunt. Ja, voll. Das stimmt. Da gibt es ein bisschen mehr Dissonanz, weil ja. Der Lambesis ist, wenn ich ihn sehe auf der Bühne, immer ist der Lambesis. Das ist richtig. Das ist interessant. Aber bei, ach Gott, wie heißt der? House of Cards, Kevin Spacey. Ja, voll. Das hat das voll gezündet und umgeschlagen. Da habe ich mich mitreißen lassen von dem und so, der ist ein Arschloch. Und ich so, okay, aber warum? Also, ja, voll. Und jetzt möchte ich irgendwie nichts mehr. Irgendwie, da kommt dieser Unterton wieder. Das ist weird. Ja. Wie gesagt, für mich geht es nicht. Aber ich meine, so hin und wieder, wenn ich sehe, keine Ahnung, irgendwer shared was von einer einschlägigen Band, wo ich weiß, okay, da ist ein Arschloch dabei, dann frage ich halt schlichtweg, hey, du weißt das? Okay, cool. Wie geht's denn dir damit? Ja, ich möchte einfach nur die Gedanken strukturieren. Nicht, dass ich jetzt sage, das darf man nicht hören. Es soll jeder hören, was er mag. Das kann denen doch scheißegal sein. Ja. Aber ja, einfach nur drüber reden für die Perspektive. Ja, es ist oft komisch genug. Liegt auch für eine Person die Grenze unterschiedlich. Ja, es ist absolut abstrakt. Ja. Ist es dir schon mal passiert, irgendwie so eben fast follow eine Band ab und alles und auf einmal sagst du, hey, das sind aber Nazis. Oder vielleicht nicht das, aber halt, hey, aber da ist dieses und jenes, das es eigentlich für dich gerade geschissen macht. Und auf einmal denkst du dir so, fuck, scheiße, ja, die wollte ich jetzt echt gerne hören, aber... Das ist mir eigentlich noch nicht passiert. Naja. Es ist nicht einmal was Ähnliches. Aber etwas, wo ich wurscht, ich erzähle es trotzdem. Yeah. Die Band Chiodos, wo viele Hardcore- bzw. Post-Hardcore-Bands gesagt haben, Chiodos. Influencers. Okay. Weil die halt recht früh dabei waren, Briten. Und ich habe sie vorher nicht kannt, sehe sie auf der Bühne unfassbar arrogant, seitdem nie mehr gehört.
fuck it, egal, die Musik kann noch so toll sein. Ja. Wenn ich es jetzt höre, habe ich immer dieses Bild von diesen arroganten Dudes auf der Bühne. Ja, so, ja. Nope. Gotcha. Ich überlege gerade, hatte ich das mal? Ich habe einige Bands, die ich jetzt nicht mehr auf CD höre, weil das Live-Konzert so scheiße war. Okay. Ja, weil ich mir denke, okay, sie können es eigentlich eh nicht spielen. Ja, ja. Ja, und das ist... Not real. Aber... Ja, es muss nicht real sein, aber es war dann einfach schon so bad, dass ich es für mich nicht mehr rechtfertigen konnte. Ach so, okay. Da ist das Studio und Live schon so weit auseinander, dass ich gesagt, ja, ja, wenn du gesagt hättest, das wäre ein Studioprojekt, hätte ich es euch abgekauft. Ja, ja. Voll. Nächste? Sure. Okay, der Herr Julius Kössler von Damn, coole Band, könnt ihr mal einen Podcast im True Slav Squad halten? Ich glaube, wenn ich dann einen ganzen können, Podcast... Ja, nein, ich kann es nicht, weil ich glaube, dann schießen meine Kniescheiben raus, ja, und dann schießen die Lichter aus und dann sitzen wir im Dunkeln. Und ich glaube, das ist kein beautiful sight, wenn auf einmal so... Ja, oder es trifft jemanden, der da rumsitzt oder da hinten. Das war auch hart. Der Dominik von Sin Eater. Grüße in die Steiermark. Heavy Music als Balsam für die Seele? Fragezeichen. Ja. Also bei mir definitiv. Ich baue tatsächlich bei jedem Breakdown Aggressionen ab. Aber du bist in einem ruhigen Stand dabei, also du sitzt zu Hause und arbeitest oder bist in der Küche und du zerstörst die Küche dabei nicht. Das darf ich jetzt nicht vorstellen. Nein, ich raste nicht daheim aus. Okay. Nein, diese Diskussion habe ich oft mit meiner Mama geführt. Okay. Weil sie mir so, du hast so aggressive weil Musik. Weil sie einfach immer so Brutal Breakdown Compilations hört und auszuckt. Nein, aber wenn ich es gehört habe und sie hat gesagt, na, bei dem Tempo, da werde ich aggressiv und mein Herz fängt an zum Rasen. Und ich habe gesagt, ich bin eigentlich voll gechillt. In violence I ease. Ja, voll. Ja, und wenn ich das höre, wenn klar, als junger Dude war Breakstuff der härteste Breakdown, den ich kannte. Das ist doch immer recht ein hartes Richtig. Stück. Und wenn ich irgendwie mal so ein bisschen Aggressionen hatte oder so irgendwas und der Herr Durst sagt, break your fucking face tonight, dann war alles gut. Mhm. Weil der macht's für mich. Ja. Also, okay, der passt, der Song ist jetzt aus. Das war jetzt, ich habe mich beruhigt. Vielen Dank. Danke, Frederick. Also das geht mir bis heute noch so. Also ich kann wirklich bei manchen härteren Parts Aggressionen abbauen und einfach mal loslassen. Ich mache das auch gerne, dass ich irgendwie so aus Office rausgehe und dann so den most murderous Beatdown höre. Und ich bin aber so... Ja, nein, es ist nicht einmal, dass ich dann so angespannt renne. Nein, so. Gar nicht. Das ist Yoga. Ja. Dann, ne? Nicht, dass ich Yoga mache. Heavy Metal also, Yoga. Gibt's wohl. Gibt's, ihr seid wahrscheinlich die Einzigen. Passiert uns auch. Stevo, Killer Lycan. Leberkass. Die allseits beliebte Frage. Cool, dass sie schickt, aber das nächste Mal das mehr Creativity. Wie können sich Bands gegenseitig noch besser unterstützen? Noch besser. Kauft gegenseitig Merch. Sich gegenseitig den Merch kaufen. Was halt nichts bringt. Ne? Also, warte, ich gebe dir 10 null. Euro. Ja, ja, und du gibst mir 10 und dafür tauschst du einfach T-Shirts. So. Split EPs. Split EPs? We need more of them. Ja, aber wie machst du das auf Spotify? Das geht. Echt? Ja. Okay. Ich habe jetzt gesehen, wer war das? Spirit Box und wie heißen die Japaner? Irgendwas mit Wu? Nein. Der Wu? Nein, nicht die. Das sind überhaupt keine Japaner, oder? Oder meinst du. Crystal Lake! Ja! Die haben collaborated Merch. Ja. Eine gesamte Linie, wobei. Oh shit. Muss ich jetzt checken. Sorry. Na, das ist noch okay? Das ist okay, oder? Ich leg das jetzt zu. Wo beide Bands mehrere Artikel gemeinsam designt haben und da stehen beide Bandnamen da. Das ist tatsächlich ganz cool. Und es schaut super aus. Ja. Anderes super Beispiel, die Band Silverstein und die Band Beartooth. Superstar. Die gibt's als Combo, als Silvertooth.
Cool. Ja, mit eigenen Merch, eigene Songs, Tour. Ja. Ich überlege gerade. Und das ist nicht nur so ein One-Off-Ding, ne? Das hat es immer wieder mal gegeben und macht es euch. Ebenso wie Plinterwalls. Ja, ja, oder Interplini. Interplini, ja. Ja. Nein, das ist. Ich mein, sounds horrible. Wie gesagt, wenn Bands sich gegenseitig helfen wollen und so vielleicht gerade halt ein etwas an, anderes. Ja. Eine etwas andere Zielgruppe bedienen, kann man ja gemeinsam vielleicht einmal was machen. Let the creative juices flow. Kill the chapter. All your lichens. Kill the empire. Call the empire. Or kill das it. Ist dann das nächste. Ja, far. We blame the mothership. Kill the mothership. You can't kill the mothership. No. Collabs, das wäre so ganz, ganz offen nach außen, wo man wirklich zeigt, hey, wir sind nicht nur dabei, also dran bei euch vor der Bühne, sondern... Ja, ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Und dass man untereinander kommuniziert, hey, wir releasen an dem und dem Datum etwas, bitte helft uns beim Sharen, ja, teilt es auch über eure Bandplattformen und so, zeigt uns euren Unsere Fans. Unsere Freunde in haben heute einen neuen Release. Schön. Like, noch ein Kommentar, fetter Song. Ja. Ja, voll. Boom, easy. Ja, das Disziplin. Knallhart. Danke, Stevo. Der Herr Gregor Eder von Magma Bay. Wie wird momentan Musik in der Krise produziert? Daheim und dann zu Leuten geschickt, die es mischen und mastern. With the magic of Hollywood. Voll. Ja. Aber ich glaube, das passiert generell eh schon immer öfter so. Mhm. Aber jetzt muss man halt zwanghaft. Ja. Und vielleicht kommen die Leute auch so in den Bands untereinander drauf, wie man Prozesse dann streamlinen kann, weil man sich nicht so easy zusammensetzen kann. Ich meine, Bands, die haben wir ja schon in Scene Talkers gehabt, dass es Bands gibt, die tatsächlich noch sehr oldschool gemeinsam im Proberaum Songs schreiben. Ja. Die werden das umdenken müssen. Das wird nicht so leicht sein. Mhm. Ich meine, natürlich kann man sich mittlerweile eh wieder in einen Proberaum treffen und wird das sein, aber war jetzt eine ganze Zeit nicht möglich. Aber ich denke ohnehin, dass sehr viel schon einfach ausgetappt wird und hin und her geschickt. Genau. Und dann recordet der eine mal daheim das und der andere so. Oder man bereitet sich vor für den Proberaum dann, wenn man wieder darf. Ne? Voll. Ja, eine Frage hätten wir noch. Bring it. Ja, von der Katrin König, meine Verlobte. Und Baby Mama. Baby Mama. So weiter. Was halten wir von szeneübergreifender Kollaboration und wie, um Himmels Willen, können wir das bewerkstelligen? Ich habe immer noch absolut keinen Bezug zur lokalen Hip-Hop-Szene. Ich bin aber ein großer Fan von Hektivist und Devastator. Ach Gott, neuer Raum gehört? Ja. Das, oh shit. Und es ist so gut. Mehr Rapper auf Gent Backing-Tracks. Ja, und Leute, die Verständnis haben von fetten Grooves. Vor allem, weil es ist ja eh groovy. Es hat einen Groove und einen Bounce und es wird dasselbe Tempo teilweise. Ja, und es wird teilweise auch bei beide Zielgruppen ankommen. Ja. Es gibt ja genug Hip-Hop, wo es Moshpits gibt. Echt? Die etwas härter. Ich meine, Wu-Tang Clan hat sogar Tracks über Moshpits. Fad. Ja, voll. Aber das ist nicht eine Metal-Moshpit, schaut zwar anders aus wie ein. Also mit Violent Dancing, das ist anders. Okay, gut. Na, so war das nämlich gerade bei mir. Also die ganzen Beatdown-Kids, die auf einmal beim Wu-Tang... Ja, nein, Circle Pit wirst du dort nicht sehen.
Alright. Ich war gerade sehr hyped, jetzt bin ich ein bisschen disappointed, aber es ist okay. Es ist okay. Nein, aber das würde ich urspannend finden, wenn einmal auf einen Prog Metal Track ein tatsächlicher MC. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach nur mal alle zusammenstellen und uns ein Underground Hip Hop Konzert raussuchen. Wo wir gesammelt und dann gehen wir einfach alle hin und sagen so: You're one of us now. Ja. Ne? Da ist dein T-Shirt, ziehst du an. Welcome to the rice field, motherfucker. Ja. Und so, weil ich glaube, von selber kommt keiner. Wir müssen schon langsam wirklich darüber nachdenken, dass wir Leute reinziehen zu uns. Ja. Ich vergesse immer genau, der Nico. Der Nico von oh Gott. Names, halt auch was mit Namen, gell? Ja, die Band, wo auch der Adrian spielt, Gitarre. Was, nein. Die das Beatdown Death Metal Ding. Oh Lord, es tut mir so leid. Ja, du hast. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du hast eh nur ein Video gemacht. Ja. Na, und soweit ich weiß, der Nico, der Vocalist, der hat Connections zur Hip-Hop-Szene. Mhm. Müssten wir vielleicht nochmal. Der Lucky von Straight in the Goshen ist auch Hip-Hop. Ne? Ja. Also, mich würd's urfreuen, wenn man. Eine Local Hacktivist ähnliche. Ja, halt voll. Halt ein bisschen mehr als Gitarrenmusik, vielleicht, dass wir schaffen, auch über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Oder man geht in die andere Richtung und sagt sowas wie The Algorithm. Du nimmst Metal und verbindest es mit EDM. Oh, yes. In meinem Kopf geht das alles. Das geht alles. Ja, wir müssen sich nur die richtigen Leute finden. Ich weiß leider auch nicht, wo die Leute sind. Ich habe sie auch noch nicht gefunden. Mhm. Wie gesagt, und dann, wenn man was gefunden hat, dann auf einmal 100 Leute tätowiert mit schwarzen T-Shirts. Was machen die da alle da? Ja. Ja, wir assimilieren. Ja, okay. Das war's für heute. Das heutige Q&A. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Wie immer gilt. Stay big. Das kommt zum Schluss. Okay. Aber folgt auf Facebook, shared stuff. Yeah. Yes, like and subscribe. Zeigt es euch. Vielleicht ist das eine oder andere sinnvolle dabei. Yeah. Oder Anstoß zum Kollaborieren heute. Mhm. Und ja, ihr findet uns überall. Und Spotify, Facebook, iTunes Podcast, YouTube. Das ist das Allerwichtigste, damit man unsere schönen Gesichter sieht. Und ja, das war's für heute. Danke. Stay big. Stay big. McDonald's.